Ja, servus, liebe Shisha-Freunde. B2B vom Shisha-Warentest-Team ist wieder für euch da. Wie ihr seht, heute nicht im Raum des Rauches, sondern bei mir zu Hause, im Wohnzimmer. Ja, ich habe mir gedacht, das kommt auch mal gut, neben dem Raum des Rauches einfach mal einen anderen Raum zu zeigen. Und ja, was gibt es vorzustellen? Es gibt neue Schläuche auf dem Markt aus dem Hause Kaya. Die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die gibt es heute zum Testen. Und zwar, ich rauche schon mit einem. Ich zeige euch gleich Näheres zum Schlauch und natürlich auch alle wichtigen Daten. Ich habe hier meinen Laptop noch hergerichtet für die genauen Daten. Rauchen tut schon mal sehr gut. Blue Guava habe ich drin von Alboa. Und ja. Also ich rauche jetzt gerade mit dem neuen Green Color Stick. Nein, das ist kein Altglas, so wie das Grün jetzt hier ausschaut, sondern das ist einfach ein intensives Grün. Gibt es in verschiedenen Farben. Und zwar gibt es in Schwarz. Das ist das hier. Zeige ich euch gleich aus der Nähe noch. Und dann gibt es noch Blau. Die nennen sich alle gleich. Green Color Stick, Pink Color Stick gibt es auch noch. Den Blue Color Stick und dann eben noch den Black. So, dann komme ich mal kurz näher zu euch, zeige euch mal den Schlauch aus der Nähe. So sieht er aus. Hat hier dran auch das Kaya-Logo drin, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann. Ja, ein bisschen sieht man schon. Und so sieht man eigentlich recht gut. Sehr großer Durchmesser. So soll es ausschauen. So sieht es gut aus. Und ja, also die Verarbeitung gefällt mir sehr gut bei dem Glasmundstück. Es sieht sehr stabil aus, ist es auch. Es hat nämlich eine Wandstärke von 2,5. Das ist super, da kann man gar nichts sagen. 2,5 mm ist super. Ich habe leider immer noch keine Schieblehre, ich weiß. Trotzdem messe ich noch mal kurz nach. Ja, ganz knapp 2,5, also ich würde eher sagen 2,3, 2,4, so zwischen 2,3 und 2,4 ist es. Ich schaue gerade mal, ob ich mich auch geirrt habe, ich kann ja mal ganz kurz auf der Seite schauen, und zwar bei kaya-shisha.de gibt es die Schläuche zu kaufen. Das Glas-Mundstück kostet alleine 12,90 Euro, egal welche Farbe von denen. Schauen wir gerade mal. Okay, da habe ich mich vertan. Also, dann stimmt 2,3 oder 2,4. Das passt. Das ist okay. Ja, also der Durchzug ist natürlich optimal bei der Pfeife. Und mit dem Schlauch natürlich. Ich glaube jetzt gerade ohne Kugel. Die zwei Kugeln habe ich einfach jetzt mal da rein getan. Eine Kugel hat auch gereicht, nur dass der aufgeräumt ist. Da ist der Durchzug natürlich optimal. Der Durchzug ist vom Schlauch her auch super. Wir haben nämlich hier einen Durchmesser von 11. Das ist natürlich super. Das ist einiges. So soll es sein. Ja, da ist die Lunge gleich voll bei dem guten Durchzug. Und so. Ja, das wären jetzt mal die ersten Schläuche. Wir können natürlich auch noch die Maße durchgeben. Und zwar die Länge von dem Glasmundstück beträgt 25 cm. Und unten dran haben wir eine ganz normales Anschlussstück. Habt ihr ja vorhin schon mal ganz kurz gesehen. Das beträgt, zack, das beträgt eine Länge von 25, also 2,5 cm. Und ja, wie schon gesagt, Gesamtlänge. Schauen wir gerade nochmal, was steht im Internet. Da haben sie gar nichts draufgeschrieben. Aber insgesamt von vorne bis hinten haben wir 28. Ne, das steht jetzt da nicht dran. Die kann man natürlich auch gleich komplett kaufen. Da geht man dann auf Glas-Schlauch-Sets. Und da gibt es dann zum Beispiel den Green Color Stick als Set. Wenn man dann da drauf geht, kostet 25,70 Euro. Man muss beachten natürlich, da ist dann gleich das Anschlussstück dabei.
Schau mal, ob ich gerade eins habe. Ja, hier habe ich eins liegen. Das ist so eins, das ist ganz normal, das kennst du ja. Und da kann man sich eben noch die Farbe raussuchen. Ich habe jetzt bei den grünen natürlich farblich angepasst den grünen. Es gibt noch blau, schwarz, transparent und rot. Und das Anschlussstück kann man auch entweder chrom, schwarz oder blau dazu bestellen. Und zusammen kostet das dann 25,70. Das ist preislich in Ordnung, da kann man nichts sagen. Und ihr könnt es ja auch, wie gesagt, einzeln bestellen. So, lassen wir mal kurz ein bisschen Dampf ab. So, dann gibt es aber noch eine weitere Glasschlauchserie. Ich tue gerade mal einmal auswechseln das Ganze. Zack, zack. Und jetzt ist hier fliegender Wechsel angesagt. Jetzt kommt nämlich der Kamerad dran. So, hauen wir den noch schnell rein in die La Coppa. So, optimal. Ja, den zeige ich euch natürlich auch gleich noch aus der Nähe. Gehen wir gleich mal auf die Daten. So, jetzt, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Jetzt. Und zwar, das sind die Black Magic Stick, nennen die sich. So. Da gibt es auch mehrere verschiedene Varianten. Ich habe jetzt zwei verschiedene da. Und zwar einmal das Weiße, was mir jetzt selber nicht so gut gefällt von der Farbe. Weil ich finde, die Verzierung des Weißen ist nicht so schön, finde ich jetzt. Ja. Ist aber Geschmackssache. Auch wieder einen guten Durchmesser hier vorne. So. Da haben wir aber kein Kaya-Logo drauf. Ja. Und dann gibt es natürlich noch das Schwarze, das ich jetzt hier gerade habe, zum Rauchen. Das zeige ich natürlich auch noch kurz aus der Nähe. Kann ich bloß nicht zu nah hingehen. So, ein bisschen geht noch. So. Das gefällt mir schon wieder besser. Das Schwarz kommt recht gut raus. So sieht das Ganze dann aus. Ja. Vom Durchmesser ist man da gleich. Die ganz gleichen Daten. Auch wieder Wandstärke, schauen wir gerade mal, vergleichen. Ja. Schauen wir da noch schnell. Ja, die Glasstärke ist bei denen auch gleich und die Länge beträgt, zack, gleich mal aus der Nähe, sagen wir mal, so rum, zack. Da haben wir eine Länge auch von 28. Ganz genau dasselbe. Und den Durchmesser können wir ja noch schnell ermitteln. Auch 12. Also gleiche Daten. Auch genauso wie bei den anderen auch. Da habe ich mir jetzt auch noch einen passenden Schlauch dazu bestellt. Gucken wir gerade mal drauf. Einzeln sind die sogar noch günstiger. Da kostet der Black Magic Stick 9,90 Euro. Schauen wir gerade mal, Farbe gibt es dann noch White Magic Stick, also die zwei Farben, da gibt es nicht mehr. Gibt es natürlich auch als Set. Schauen wir gerade mal, ob es das als Set auch gibt, dass ich mich da jetzt versprochen habe. Nein, gibt es schon, aber momentan im Shop sehe ich gerade für 22,70 Euro, aber nur in Weiß, White Magic Set. 22,70, da kann man sich dann auch nochmal das ganz genau das gleiche raussuchen. Also die gleichen Farben, genau dasselbe, ja. Man kann aber natürlich auch, wenn man möchte, bei kajalingshisha.de einfach auf Shisha-Schläuche gehen. So, und da gibt man auch Schläuche-Anschlüsse. Da findet man dann die Silikonschläuche für 9,90 Euro und zum Beispiel den Schlauchanschluss für 2,90 Euro zum Einzelnen kaufen. Wer natürlich das möchte, kann sich natürlich noch einen Sleeve dazu bestellen. Für den Schlauch zum Beispiel einen schwarzen Sleeve nur dazu oder so. Dann sieht es natürlich noch besser aus. Für 3,90 Euro zusätzlich noch. Ja, also das kann man machen, wie man möchte. Einzeln oder gleich komplett kaufen. Das ist euch natürlich überlassen. Durchzug ist bei dem auch super. Einfach gut. Zum Setup können wir dann ganz kurz nur kommen. Wie gesagt, La Coppa 2.0 mit dem PNS 650 Glas zur Shisha.
Und zum Setup, da habe ich den Kopf, den es auch nicht mehr gibt. Das ist jetzt nicht der Da Vinci Funnel, sondern der andere. Ich weiß es jetzt gerade momentan nicht, wie er heißt. Sorry, ich rauche mit dem ganz selten. Mit dem Kopf ist auch ein Funnel mit Mod, Alvaha, Blue Guava eben drinnen. Dreiviertel gefüllt mit einer Lage Gastro-Alu. Wenn du normale Alu nimmst, sind es drei Lagen Alu. Komplettlochung und drei Kokachas. Ja, und wie schon gesagt, zu kaufen bei kaya-shisha.de. Und preislich finde ich sie sehr gut. Vom Aussehen muss jeder selber entscheiden. Ich finde den schwarzen jetzt eigentlich recht gut gelungen. Der weiße gefällt mir jetzt nicht so gut. Und bei den anderen, ja, da finde ich jetzt den schwarzen auch sehr, sehr schön. Ist nicht durchsichtig bei der Farbe jetzt. Also man kann nicht durchschauen. Ist also sehr starkes Schwarz. Und beim Grün kann man aber durchschauen. Das funktioniert. Ja, und dann sage ich natürlich auch Danke an den Kaihan, der mir das Ganze sehr schnell zur Verfügung gestellt hat. Danke für die super einwandfreie Lieferung. Ja, und dann wären wir eigentlich schon wieder am Ende. Ich sage natürlich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Man sieht sich dann natürlich wieder beim nächsten Review. Und bis dahin sage ich Danke, macht es gut. Euer Big2B vom Shisha Warentest Team sagt Servus, Goodbye, bis zum nächsten Mal. Ciao.